Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Legaia 2 Duel Saga. Der Guardian Orb war noch in der Truhe links. Ich habe doch gedacht, da wäre was. Und ja, da war sogar wirklich was. Hätt's gedacht. So, nächste Träne rein. Und eine Runde weiterlaufen war. Mit Zufallsbegegnung. Ja, weil ich ein fauler Bastard bin und keine Lust habe, hier was rauszuschneiden. Besonders nicht, wenn es noch ein Hellgigas ist, der ja auch nur zwei Runden aushält. Einmal die Runde und einmal die Runde. Und Kazan wird dann da rumstehen und sagen, oh yeah, haben wir gut gemacht. Sie haben schon eine höhere Verteidigung, das ja, aber so hoch wie sie auch ist, schützen tut sie das trotzdem nicht so wirklich. Also was soll's. Adieu, Herr Gigas. Adieu. Vom Namen erinnert er mich aber an Final Fantasy Gegner, muss ich sagen. Ja, was soll's. Leb wohl. Dann könnt ihr auf jeden Fall mal sehen, was sie so bekommen. 8000 Erfahrungspunkte, was nicht schlecht ist. Ein paar Zutaten mal wieder. Was heißt Zutaten? Materialien. Und dann geht's ins nächste Gebiet. Oder nicht? Da komme ich nicht lang. Ha. Da komme ich nicht lang. Da muss ich ja komplett anders rumlaufen dafür noch. Oh, toll. Was ein Spaß. Was ein riesengroßer Spaß. Ich meine, es könnte schlimmer sein, natürlich, aber es ist auch nicht wirklich, ja, interessant, wenn man da hier so 2000 Mal rumlaufen darf. Machst du gut, Sharon, machst du gut. Wie wär's mit so einem Boss hier? Wie wär's mit so einem riesengroßen, deiner speienden Drachen? Das ist zumindest eine Möglichkeit. Oh, hier darf Kazan zuerst da gehen, wie schön. Ich bin nicht ganz sicher, ob er hier von der neuen Hyperart noch lernen kann. Aber wer weiß das schon. Wir werden es ja sehen, wenn er es 2000 Mal eingesetzt hat oder sowas in der Richtung. Wenigstens machst du deinen schnellen Spruch, nicht dieses Trinken. Du hast mich durstig gemacht, wie kannst du nur... Oh, ein Silberbarometer bekommen dadurch auch noch. Nicht schlecht. Das gefällt mir. Sehe ich so gerade, als der Bildschirm noch schwarz wird, aber das war so Silberbarometer, Meter, Meter. Silberbarometer nehme ich gerne, nachdem ich die beim goldenen Gigas so ein bisschen, ja, nicht weggeworfen habe, aber doch öfters mal benutzen durfte. Hui. Jetzt sind da wieder drei Level nur, was ist drei Level, drei Parts nur hier drin. Wer den Kopf kriegt, gewinnt. Ich glaube, wir schon... Abgesehen von Kazan schneiden wir doch alle den Kopf ab. Irgendwie. Wobei ihre stärkste Technik momentan ohne dem Schwert fungiert, was ich auch ganz interessant finde. Das nennt man dann eben vollen Körpereinsatz. Oh ja. Das ist alles. Wenn es nicht so ineffizient wäre, würde ich glatt immer nur die Hyperarten machen, damit die Kämpfe schneller vorbeigehen. Aber das ist so... Ja, unpraktikabel, weil ich dann alle zwei Kämpfe wieder meine AP auffrischen müsste. Und das wäre... Nee, nee. Yeah.
seltsame Motorengeräusche draußen. Jetzt warte ich natürlich immer nur auf meine Level-Ups. Wenn die denn mal kommen würden. Oh, mehr Steine. Steine, die nach unten fallen. Toll, wer hätte es gedacht. Wenn ich hier durchgehe, komme ich an das Buch von Eden. Und das Buch von Eden ist dann mal wieder eine neue Hyperart. Wer hätte es gedacht. Buch von Eden. Das Geheimnis des Lords ist von Eden. Lord of Eden gelernt. Da ich meine Merciful Arc, die letzte, also in der Kette wieder die letzte Mystic Art ist, müssten wir damit, glaube ich, fertig sein dann soweit. Konnte ich hier hochlaufen oder was? Oder wie soll ich da eigentlich drankommen dann? Wenn das hier ein neues Gebiet ist. Na gut, gucken wir uns die Technik doch mal an. Lord of Eden. Kostet 40. Wobei das bei ihr immer das kleinste Problem ist. Ja, damit kriegt es auf jeden Fall genügend AP wieder raus. Ist nicht ganz so stark wie Merciful Eden. Merciful Arc, so. Na. Jetzt verwechsel ich die Techniken schon. Aber ja, spätestens im nächsten Part sollte ich vielleicht da mal anfangen mit dem Rausschneiden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ihr könnt ja auch gerne mal hier drunter eure Meinung schreiben, ob es euch extremst negativ auffällt oder ob eben nicht. Wie auch immer. Wow, 110 Schaden. Das ist der erste Schaden, den wir genommen haben hier im gesamten Dungeon mal wieder. Nur schade, dass er momentan so wenig stiehlt. Ich meine, bei denen hat er bisher, glaube ich, immer gestohlen, aber bei den anderen nicht. Ist so ein bisschen schade. Ja, hier haben wir mehr genommen. Ist immer noch relativ wenig und ja, ziemlich egal, aber soll man hier die Gegner darüber beneiden, dass sie ein Küsschen kriegen, oder? Ja, zumindest ein zugeworfenes Küsschen, muss man ja sagen. Oder wie ist das dann? Ja, ja, wir waren dabei. Und ja, wir haben es gesehen. Mehr Level-Ups, mehr! Aber ja, hier sollte man eigentlich lang gehen. Ja, fein von mir aus. Ich denke mal, die können darüber springen. Die Steine brauchen sie nicht. Ich hoffe es zumindest mal. Eigentlich sollten die das können. Aber hier ist die Gefahr zu groß. Und deswegen machen meine Charaktere das nicht. Ist klar! Ah, da ist ein Loch im Boden, ja. Das ist mal wieder minimal größer und deswegen können sie nicht drüber. Also muss ich jetzt einmal wieder komplett aus diesem Gebiet rausgehen, nur damit sie dann hinterher rüberspringen können. Manchmal hasse ich meine Charaktere. Ja, Lord of Eden ist momentan nicht ganz so stark wie Merciful Arc. Das sieht man daran, dass die Shade Flowers nach der Hyperart noch leben. Was keinen allzu großen Unterschied machen, weil sie dann den Slay Cutters kriegen und dann passt das schon wieder. Aber davor sieht man halt, es ist nicht ganz so stark.
Raging Fang. Ach, ist das schön. Mich würde es auch nicht wundern, wenn es hier ein Elementarbuch geben würde. A la, hier hast du Donner für Maya eben oder sowas, aber bisher noch nicht. Und tschüss. Komischer Ballon da. Ein komischer Todesballon. Er ging zu Boden. Ballon. Ja. Naja. Das sollte ich lieber sein lassen. Ja gut, jetzt einmal wieder komplett raus. Nur damit die Steine wieder da sind, damit die drüber laufen können. Vielleicht schon mal wieder auf Kazan wechseln, weil ich ja jetzt eh gleich ihn da wieder haben muss. Wieder rein. Wow. Rätsellösung extraordinär hier. Sind wenigstens die Steine wieder da. Was habe ich in diesem Part erreicht? Nichts. Also so absolut gar nichts. Wenn ich jetzt wenigstens noch an die Tränen gleich komme, dann lasse ich es nur gelten. Dann habe ich wenigstens irgendwas hingekriegt. Aber ansonsten habe ich hier in diesem Part nichts hingekriegt. Und der ist eigentlich total sinnlos wieder. Ja. Wie ich das hasse. Ja, theoretisch könnte dieser Hellgigas diese Runde überleben. Also unseren guten Kombi da. Muss nicht sein und... Okay, das überlebt er garantiert nicht. Ach du lieber, ja. Nee, das überlebt er definitiv nicht. Ich hab gar nichts gesagt. Tschüss, Kumpel. Das kam jetzt aber gut rüber, aller Anschubs. Und der Viech kippt um und bleibt liegen. Mächtigster Anschubber in der gesamten Weltgeschichte von Legaia. Irgendwie so. Lass mich jetzt bitte darüber kommen, ohne großartig noch Kämpfe haben zu müssen. Ich würde wenigstens dieses Minigebiet hier gerne abschießen wollen. Ja! Was? Ich habe jetzt den ganzen Scheiß gemacht für eine blöde Magieflasche. Ernsthaft? Wirklich? Okay. Wow. Okay. Das macht mich gerade echt sprachlos. Das ist ja... Wow. Eine dämliche Magieflasche. Dafür hänge ich jetzt hier den ganzen Part rum. Toll. Beim nächsten Mal suche ich also vorher heraus, wo wir hin müssen. Damit wir auch irgendwas in dem Part erreichen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. My mind is blown, man. Man, it is blown.